Moin, ne? Moin. Oh, die Osnabrücker sind aufgeschlossen, die Antworten sind nicht so reserviert. Das finde ich sehr schön, fühle ich mich wohl. Also ich habe gehört, in Osnabrück gibt es viele Studenten. Gibt es hier, gibt auch ein paar hier so? Ja, ein paar junge Gesichter gesehen. Ja, ihr seid. Also wir in Hamburg, wir sind nicht so individuell. Wir haben nicht so schöne kleine Häuser und schöne kleine Gästchen, so wie ihr, und so eine schöne kleine Stadt. Wir sind halt so groß und so viele und wir sind so überhaupt nicht individuell. Und das, also ich habe halt dieses Jahr Abi gemacht und das merke ich, also ich merke das halt, weil all meine Freunde sind gerade in Neuseeland und ich versauere so ein bisschen und deshalb fahre ich halt auch nach Osnabrück. Ich mag euch super gern. Und ich habe einen Text geschrieben und der Text trägt den Titel Du bist also gerade aus Neuseeland wiedergekommen. So, denke ich. Ich bestelle noch 2 Bier und beeile mich, das Aktuelle auszutrinken, denn dieses Gespräch wird sehr, sehr anstrengend. Und eigentlich waren wir aber mal gute Freunde und vielleicht sollte ich mich deshalb zusammenreißen und keine klugen Sprüche über Work and Travel in Australien. Ich war nicht in Australien, ich war in Neuseeland. Ein ganz großer Unterschied, weil halt deine Klappe. Es ist mir völlig egal, wo du warst und ich merke an deinem ängstlichen Blick, dass ich das wohl gerade laut gesagt habe. Dabei hast du doch gerade von den süßen Kiwis, nein, nicht das Obst, obwohl das war auch süß, erzählt, die in deinem Garten rumgeflattert sind. Und ich entschuldige mich bei dir, diesmal ehrlich, weil der Kontext wirklich nicht so gut gepasst hat, aber am Ende ist es mir eigentlich ziemlich egal, was für Feder getiert hat in Australien oder Neuseeland. Rumwatsche. Denn Kiwis können nicht fliegen. Ich trinke noch einen Schluck Bier und noch einen und dann exe ich den Rest und du schaust mich besorgt an. Und dann fragst du dich wahrscheinlich, ob ich in dem Jahr, in dem du weg warst, Alkoholikerin geworden bin. Ich ignoriere deinen Blick und ich erzähle dir nichts davon, dass mein Freund Schluss gemacht hat, meine Schwester jetzt in Portugal lebt und ich zu Hause ausgezogen bin. Für dich ist das Alltag, für dich ist das langweilig. Du erzählst mir stattdessen davon, dass du in Auckland für einen Verein gearbeitet hast, voll sozial und so, aber nur 2 Monate, dann bist du durch die Wüste gereist. Wow. Denke ich. Du bist so mutig. Du reist in ein Land, dessen Bevölkerung momentan, sagen wir, zu 60% aus deutschen Abiturienten besteht. Aus deutschen Abiturienten besteht, die ein Gap hier machen, sich selbst finden und mal wieder richtig was erleben wollen. Du, sag ich, ist ein wahrer Rebell. Aber Ironie, hast du anscheinend in Neuseeland auch verlernt, denn du zückst mir dein neues iPhone 7. Das ist da drüben ja viel cheaper. Oh, sorry, ich meinte billiger. Und ich denke, tu bitte nicht so, als würdest du deine Muttersprache plötzlich nicht mehr können und trinke ganz, ganz viele Schlucke von meinem Bier, um zu verhindern, dass ich das jetzt wieder laut ausspreche. Und dann zeigst du mir Bilder. Die habe ich das ganze Jahr schon über auf Instagram gesehen, zwischen Food Pictures und Hashtag Outfit of the Day. Und ja, ich habe das alles ein bisschen kommen sehen, aber ich hatte noch so einen Funken Hoffnung. Und diesen Funken, den nimmst du mir jetzt, indem du mir erzählst, wie begeistert du bist von den Landschaften und Küsten und Schafen und Wiesen. Und ich sag dir nicht, dass ich die Küstenlandschaften in Norwegen oder in Deutschland viel schöner finde. Oder Osteuropa meinetwegen. Aber hey, ich kann das verstehen, dass du es nicht so cool findest, in Osteuropa wandern zu gehen. Das ist ja überhaupt kein Abenteuer mehr. Und dann zeigst du mir noch mehr Bilder von diesen ganzen Küstenlandschaften und dann sagst du, dass das in echt ja alles noch viel schöner aussah. Das kann man ja gar nicht auf einem Bild festhalten. Und ich zeige dir demonstrativ ein Bild vom Hamburger Hafen und sage dir, dass man das doch kann. Ganz ohne Filter und Schärfeinstellung, weil Hamburg einfach scharf ist. Und es sowieso nichts Schöneres gibt als die Heimat. Aber du beachtest es gar nicht richtig. Und dann erzählst du mir stattdessen von den Kängurus im Zoo. Du grinst über das ganze Gesicht und sagst mir, dass dein erster Gedanke, als du ein Känguru gesehen hast, war, dass ungefähr so auch Marc-Uwe Klings kommunistisches Känguru aussehen muss. Und hey, ne? Ich finde dieses Känguru wirklich witzig. Aber ich muss ein bisschen daran denken, dass ich dir jetzt gerne eine verpassen würde. Dann bestellst du dir einen Mocha Macchiato und das verstärkt meinen Wunsch, dich zu schlagen. Und ich frage mich, ob du je wieder so sein wirst wie früher. Früher, als du morgens selbst nach 3 Kaffee nur ein knappes Moin rausgebracht hast und ich bin
wirklich gegen Klischees, glaub mir. Aber als du mir jetzt erzählst, dass du an der Uni Hamburg angenommen wurdest und ich dich ganz vorsichtig frage, was du denn studierst, obwohl ich es eigentlich gar nicht wissen will, sagst du Medienwissenschaften und ich will dir wirklich eine verpassen. Spätestens als du meine eher verhaltene Reaktion retten willst mit einem, ja, irgendwas mit Medien ist doch immer gut, damit kann man so viel machen, brauche ich wirklich mehr Bier, weil ich mir nicht eingestehen will, dass du das perfekte Klischee von Abiturient verkörperst. Ein Jahr Work and Travel in Australien, in Neuseeland, dann irgendwas mit Medien und in 5 Jahren sehe ich dich schon als Lifestyle-Blogger vor deinem YouTube-Kanal sitzen. Aber ich sage nichts. Ich schaue dich nur an und du schaust mich an und das sieht von außen bestimmt gerade total romantisch aus, wie wir uns so anschauen, aber eigentlich weiß ich einfach noch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Und dann erzählst du mir zögernd, dass du in Neuseeland jemanden kennengelernt hast. Er heißt Jacob, sagst du. Er liebt dich, sagst du. Und ihr skypt jeden Tag, seitdem du wieder hier bist. Und du bist vor einer Woche gelandet und mich hast du das ganze Jahr nicht einmal angerufen. Dankeschön. Ja.